zweiten Bundesliga. Ihre Kommentatoren Manni Breukmann und Frank Buschmann. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Und nun Matthias Lehmann. Helmes. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Gute Position für eine Flanke. Ja, lieber kein Risiko eingehen, kein unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Und nun Matthias Lehmann. Entwickelt sich möglicherweise was. Und nun Matthias Lehmann. Kann er sich den Ball holen? Bretschko. Das hat er gut gemacht, wie er den Ball da mächtig wegfaustet. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht, sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Die da was draus machen. Und die Abwehr aufmerksam. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Marcel Risse. Helmes. Retschko. Jetzt heißt es weiter Druck machen. Und vor allem die Chancen verwehren. Hennings. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das Achtung! Oh, da ist noch alles drin. Bretschko. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Souverän geklärt. Hennings. Hector.
0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi. Sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Henning! Ja, ja, kein Problem. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Und nun Matthias Lehmann. Marcel Risse. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Schuss und... Manchmal musst du als Kommentator den Torwart verprügeln, aber da werden wir jetzt mal an dieser Stelle drauf verzichten. Also definitiv, denn das ist eine klasse Leistung bisher. Hier ist auch gar nicht viel zu machen. Da sollten sich andere mal an die Nase fassen. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Hector. Udja, er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn? Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Marot. Ja, da kommt was auf uns zu. Er wird sich ärgern, wenn er das nachher in Ruhe nochmal verfolgen kann. Hennings. Spiel ohne Ball klappt. Super Flanke. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Marcel Risse. Und nun Matthias Lehmann. Schöne Flanke. Der Ball kommt gut rein. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Langsam. Schuss und... So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Denn es gibt Eckball. Jetzt zieht er ab. Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Jetzt kann er flanken. Ball erobert auf der Außenbahn. Sie geben einfach nicht auf. Das muss man ihnen lassen. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Hector. Eckball. Nimmt ihn mit dem Kopf. Schön gehalten. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Vergeben. So wird das nichts mit dem Ausgleichstor. Und das sind genau die Situationen, wo sich der ganz Große vom Guten unterscheidet, wenn richtig Druck da ist. Also hier zu erkennen, viel zu unkonzentriert. Das sah nicht ungefährlich aus.
ist gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Dieser Eckball könnte jetzt zumindest die Vorentscheidung, wenn nicht gar die Entscheidung, herbeiführen. Uca. Achtung, jetzt haben sie nochmal. Er könnte passen. Drin, er ist drin. Unglaublich, diese Dramatik. Sekunden vor Schluss steht es hier unentschieden. Die Geißböcke. Und der Dom wackelt, Manni. Unglaublich, irre, Wahnsinn. Und das sind diese Fußballspiele, in denen Helden geboren werden. Das ist der helle Wahnsinn. Jetzt ist der Hund. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. In einer letzten Sekunde fällt hier noch das Tor. Das war die Führung, Frank. War es auch die Entscheidung? Ein unglaubliches Tor und das könnte es wohl tatsächlich schon gewesen sein. Was für eine Dramatik, was für ein Hitchcock, was für ein Thriller. Und jetzt bin ich mal gespannt, das ist vielleicht schon die letzte Chance. Und der Ausgleich. Noch ein Pfiff und dann ist es...